Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zur weiteren Folge von Bellride. Ja, ich muss 5 Äxte herstellen. Okay, das ist meine letzte Quest. Ich habe ein paar Tage lang nicht gezockt. Seht's mir nach, dass der Teil erst jetzt kommt. Aber wir kommen auch wieder rein, denke ich mal. Und damit, let's go. Ich werde mal so ein Räuchergestell erforschen. Ich glaube, das bringt viel. Also vor allem, wenn dann die Sachen nicht mehr so schnell verderben und so. Mehr gar kein Holz mehr. Das ist schlecht. Ja, da muss ich warten, bis Holz wieder rankommt. Ich glaube, ich gehe erstmal schlafen. Komm. Ab ins Bett. Zähne putzen, pullern und ab ins Bett. Einen Tag bis zum Winter. Okay. Bin gespannt, wie lange er jetzt dauert, der Winter. Wir haben einfach kein Holz mehr. Wird es gesammelt noch? Warte mal. Ich gucke jetzt mal kurz in die Jägerhütte. Und hoffe, dass Holz gesammelt wird. Ich hoffe, dass ich das eingestellt habe. Aber eigentlich schon. Ja, 20 Holz immer wieder auffüllen. Sammelt Holz, ihr Faulen. Kann natürlich sein, dass wir jetzt mit dem Komposthaufen und mit diesem Wassersammler sehr viel Holz gerade verbrauchen. Kann ich mir vorstellen. Wir gucken mal. Mir fehlt Lehm. Mir fehlt auch Lehm. Okay, also Lehm ist gerade das, was hier fehlt. Ich guck mal, ob ich was in der Hütte habe. An Lehm. Ich guck mal. Sie sammelt Holz. Na toll, sehr gut. Läuft doch. 2 Leben haben wir hier. Okay, sie geht schon los und sammelt. Ja, ich kann gerade nichts tun, weil wir halt einfach keine Rohstoffe gerade haben. Außer ich gehe nochmal zu ihm da rüber und gucke mal, ob er noch einen Riemen zu verkaufen hat. Ja, einen Riemen kann ich kaufen. Sehr gut, nehme ich mit. Wie läuft jetzt eigentlich auf dem... Warum ist hier eigentlich nichts gemacht? Aha! Hier muss wieder gepflügt werden. Bauernhof verwalten... Ach so, und die haben kein Werkzeug. Stellen wir keine Hacke her? Oder haben wir die noch im Inventar hier? Nö, hier haben wir kein Werkzeug drin. Doch. Eine Hacke stellen wir her. Aber uns fehlen Kupferbarren. Ich lass mal über die Sammlerhütte einfach ein bisschen Kupfer sammeln. Die können so, so kleine Steine können die aufsammeln. Und ich hoffe, das reicht, dass wir hier... Also, dass wir jetzt hier so ein bisschen Kupferbarren auf Vorrat machen können. Räuchergestell braucht einen Zinnbarren. Man kann Zinnbarren machen? Warte, kann man nicht nur Kupferbarren machen oder... Okay, warte mal, das müssen wir gleich mal erforschen. Füge Holz hinzu. Füge Zinn hinzu, füge Kupfer hinzu. Ah, okay, wenn man nur Zinn im Inventar hat, kann man auch nur Zinn machen. Okay. Interessant. Komposthaufen ist fertig. Und da könnten wir jetzt die verdorbenen Sachen reintun, ja? Dann machen wir das doch mal. Wie viel Verdorbenes haben wir? 18 Stück. Ach, ich kann das nicht selber machen. Doch. Oder? Warte mal. Weg mit dir. Hier haben wir noch einen Eingang. Füge verdorbenes Essen hinzu. Ah ja, 4-mal. Okay, es macht Dünger. Dann lass uns mal das verwalten und sagen hier, aus verdorbenen Essen kannst du mal immer 10 Dünger herstellen. Auffüllen. Gut, dann kommt das verdorbene Essen wieder in den ins Lager rein. Und dann machen meine Idioten das. Was haben wir gerade an Essen da? Also ein paar Pilze, ein paar Beeren. Ja, mehr aber auch nicht. Ich glaube, ich werde mal die Quest machen. Befreie das Banditenlager. Das machen wir jetzt. So, ich nehme mal alle meine Leute mit. Sammelt euch. Und dann befreien wir dieses Lager. Ich habe mich gerade gefragt, warum hat sie noch ein Kleid an? Wir haben noch alle ausgerüstet, aber sie ist noch, Elsa. Wir haben sie ja letzte Folge erst rekrutiert. Okay, wir haben 4 Kämpfer. Auf geht's. Er sieht gefährlich aus, Jungs. Er sieht richtig gefährlich aus. Finde ich gut. Oh, es ist heute schon wieder so unerträglich warm vor meinem Rechner. Ihr wisst gar nicht, wie das ist. Das Studiolicht macht sehr viel Wärme
Das Licht macht sehr viel Wärme. 4 Monitore. Boah. Ohne Ventilator geht's hier nicht. Also der Ventilator läuft hier dauernd. Gleiter Annie Sten hat Hunger und wird bald nicht mehr folgen. Dann ist doch was. Warte mal, kann ich ihr irgendwie so ein paar Beeren geben? Annie Sten, Untersuchung, Inventar. Ist doch eine Beere, meine. Oh. Lumbia? Wo ist Lumbia, du? Was, das Inventar voller Holz? Geil. Da ist mein ganzes Holz. Aha. So, ihr habt jetzt keinen Hunger. Wir gehen jetzt... warte mal. Wird mir aber immer noch angezeigt mit Hunger. Ich habe keinen Bock, dass der jetzt hier abhaut. Komm. Ich nehme dein Holz und du nimmst eine Beere. Dass ich euch hier auch noch füttern muss. Wie so ein Kindergärtner. Ich hoffe, ihr macht einen guten Job. Ich hoffe, ihr blamiert mich nicht. Wir müssen ein ganzes Lager von Banditen auslöschen. So, das hier vorne ist nicht das Banditenlager. Das ist eine kleine Siedlung. Wie gut die einfach hier organisiert sind, ne? Muss ein Außenposten von der Stadt sein. Das ist ja nicht wirklich ein eigener Ort hier. So, wir gehen hier durchs Unterholz, Leute. Ja. Schön durch die Stellungen. Und seid vorsichtig. Da vorne sind sie. So. Nochmal eine kurze Ansprache, ja. Also so, wir sollen jeden töten. Guckt mich an, gefälligst. Ihr sollt, also hallo? Wir sollen da jeden töten, ja. Und ich will hier keine Ausreden, dass hier, mein Knie tut weh oder sowas. Oder ich habe einen Pfeil in die Brust bekommen. Ihr kämpft bis zum Schluss, Freunde. Ja, und dann nochmal den Schlachtruf. Den Schlachtruf von unserer Siedlung. Ich muss mich kurz ausdenken, warte. Flachs, ahoi. Sehr schön. Na dann, Zähne zusammenbeißen und durch da, würde ich sagen, ne? Keiner macht einen Rückzieher. Weiß, wo ihr wohnt. Wie viel sind das? Sieht wie 1 zu 1 aus, ne? 5 gegen 5. Was machst du da? Du sollst dich konzentrieren. Ja, mit dem Schild wird heftig. Da oben kommen auch noch zwei. Wir müssen angreifen. Los, wir wurden gesehen. Fokus den mit dem Schild. Der muss drauf gehen. Sehr gut. Ich habe schon wieder nichts gegessen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und jetzt Position halten und drauf da. Los, der kann nichts. Der kann nur Bogen schießen. Sehr schön. Leute, ihr seid die Besten. Ihr seid die Besten. Doch, wirklich. Also habe ich euch das schon mal gesagt? Top. Flachs ahoi. Ja, okay, da kann man auch schon mal Faxen machen. Wenn man so überlegen gewonnen hat, kann man auch schon mal Faxen machen. Ist okay. Ist okay. Ich würde sagen, ihr geht alle wieder arbeiten. Los, ran ans Band. Ich habe eine Kartoffel gefunden. Kann ich die anpflanzen? Nahrhafte, gesundes Nahrungsmittel mit vielseitiger kulinarischen Verwendungsmöglichkeiten. Die Nahrung liefert und Bäuche füllt. Kann auf einem Bauernhof angebaut werden. Ja, ja, ja. Da vorne sind noch Typen, die kommen gerade zurück. Okay. Sprich mit dem Ältesten. Das ist ja jetzt wieder ein Test, ne? Wir gucken jetzt, ist dieses Dorf immer noch feindlich mir gegenüber? Oder eben nicht? Ich hoffe nämlich nicht. Ich habe einmal da aus Versehen so einem Briganten eine Backpfeife gegeben, weil er halt neben dem Typen stand, der ein Bandit war. Wo willst du hin? Bleibt doch hier. Ja, er sieht, dass er im unterlegen ist, ne? Er sieht es. Aber ich darf hier so nah am Dorf keine Waffe ziehen.
Okay, die beiden sind schon mal fixiert auf ihn und nicht auf mich. Die werden mir auch nicht als Feinden angezeigt. Ich glaube, ich darf hier wieder rein. Ich glaube, ich darf hier wieder rein. Ganz gut aus. Hier sind aber auch immer wieder mal Feinde im Dorf, ne? Da vorne ist auch schon wieder einer. Wir haben hier ein Banditenproblem, ich sag's euch. Der überlebt viel zu lange. Drei Leute mussten da drauf gehen. So, wie läuft die Jagd? Hast du dich schon um sie gekümmert? Ich habe sie losgeworden. Okay, Übersetzung. Wieder extra wild für heute. Gut gemacht. Ich bin beeindruckt, dass es ein Neuling wie du dich mit dem Lager voller Banditen aufnimmt. Nimm das, du hast es dir verdient. Aber bleib wachsam, die Bastarde könnten jederzeit versuchen, dein eigenes Lager zu überfallen. Aha, na toll. Warum hast du mir das nicht gesagt, bevor ich das Lager zerstört habe? Es ist offensichtlich, dass sie Rache wollen. Bitte, junger Mann, du bist klüger als das. Jetzt geh und ich habe andere Dinge zu tun. Okay, okay. Okay, okay, okay. Quest erfolgreich. Banditenlager zerstört. Wir haben zurückgeschlagen. Sage ich dann nur. Oh, morgen erwartet deine Siedlung Angriff Stufe 1. Lol. Na schön. Aber Stufe 1 ist okay. Also da vorne sind noch zwei, die, die mich fighten wollen. Attacke. Na komm, triff doch mal. Ja, einen haben wir. Und los, den zweiten. Sehr schön. Wisst ihr, was wir noch nicht gemacht haben? Wir haben da noch nicht alle gelootet bei dem Lager. Das habe ich vergessen, merke ich gerade. Wo ich die jetzt hier loote, merke ich gerade, dass ich das da vergessen habe. Hier, da liegt noch Beute, Loot. Meine lieben Freunde, Loot. Den müssen wir einsammeln. Genau, mir fällt nämlich noch ein, dass die neue, die wir engagiert haben, ja sehr gut im Bogenschießen war, ne? Also der müssen wir auf jeden Fall einen Bogen verpassen. Damit die so richtig nützlich wird bei uns. Wir haben ja bis jetzt noch keinen mit Bogen. Ich bin ja der Einzige mit Bogen. Obwohl ich gemerkt habe, Bogen ist gut für die Jagd. Und wenn ich so solo losziehe und auf Verbrecher draufhaue, dann ist Bogen gut. Aber ist das Lager hier despawned? Interessant. Aber es ist nicht gut, wenn meine Leute angreifen und ich da mit dem Bogen reinschießen will, weil dann treffe ich wahrscheinlich eher die als die anderen. Getrocknete Beeren. Ah ja, hatten wir auch noch nicht. Habe ich jetzt hier was an Loot vergessen? Nö. Okay, wir können zurück. Oh, dieser Hirsch ist ja da wirklich auf dem... Der steht ja auf dem Steg. Geil. Kann er da abhauen? Ja. Wo ist er hin? Da. Schade. Ich dachte, er stackt auf dem Steg. Dann hätte ich ihn einkassiert. Ich muss jetzt gucken, ob wir die Kartoffel, die ich im Inventar habe, die da, ob ich die einpflanzen kann. Das wäre natürlich mega nice, mega nice. Aber wir haben keine Hacke. Oh. Das ist jetzt doof. Ich hoffe, die haben Kupfer gesammelt. Nee, wir haben keinen Kupfer. Das bedeutet, ich muss jetzt schnell noch Kupfer sammeln. Schnell eine Hacke machen. Schnell den Bums umgraben. Und da dann die Kartoffel pflanzen. Dann gibt es noch Stones. Stone, Stone, Stone. Stone. Okay, dann muss ich halt... Ich habe ja eine Spitzhacke. So, ich hoffe, das reicht, was ich jetzt so abgebaut habe. Ist auch schon wieder Nacht. So, dann brauchen wir noch was zum Verbrennen. Ein bisschen Holz. Kartoffel hat noch Haltbarkeit. Noch nicht bei der Hälfte.
etwas Holz. Wir brauchen natürlich auch Holz, um die Hacke zu machen. Eine Hacke. Oh, wir brauchen 8 Holz dafür. So viel Holz habe ich nicht. Muss ich nochmal sammeln gehen. Ach, Mann. Ich überlege auch schon, ob ich das Holzlager, das Holzfällerlager verschiebe. Einfach in eine Gegend, wo mehr Holz ist. Meine Leute müssen ja trotzdem dahin laufen. Aber die müssen nicht erst zum Holzfällerlager sich eine Axt schnappen und dann 200 Meter in den Wald laufen, sondern die haben dann gleich weit um sich drumherum. Ich glaube, das macht Sinn. So, nehmen wir mal die Hacke in die Hand. Ich glaube, meinen Bogen werde ich an die neue vermachen. Füge Kartoffelsamen hinzu. Oh nein, es gibt Kartoffelsamen, wirklich? Das ist aber nicht sehr realistisch, Spiel. Jetzt habe ich extra mir hier ein Bein ausgerissen. Und dann kann ich meine Kartoffel gar nicht pflanzen. Also nur mal für euch, für Stadtkinder, ne? Es gibt keine Kartoffelsamen. Okay, ich bin das Stadtkind, ich habe es gerade gegoogelt, es gibt Kartoffelsamen. Aber überall, wo Kartoffeln angebaut werden, werden Kartoffeln gesät, indem man Kartoffeln in die Erde tut. Wisst ihr, was ich meine? Also, immer wenn so eure Kartoffeln, die ihr zu Hause habt, so kleine Keime bekommen, das ist ein Zeichen dafür, dass sie in die Erde wollen. Um da eine neue Kartoffelpflanze wachsen zu lassen, die dann wieder kleine Kartoffelkinder bekommt. Kartoffelkinder, Alter. Ihr wisst, was ich meine. Aber es gibt anscheinend auch Kartoffelsaat, ja. Ja, es gibt ja auch Kartoffelblüten und so, also wird es wahrscheinlich auch Samen geben. Dann kann ich ja meine Kartoffel, die ich hier habe, einfach essen. Dann brauche ich die ja nicht. So, und ich gehe jetzt erstmal schlafen. Also selbst in der Landwirtschaft, in der industriellen Landwirtschaft, wird keine Kartoffelsaat verwendet. Also das wüsste ich nicht. Mein Vater arbeitet in der Landwirtschaft. Wüsste du nicht, dass der, ne? Egal, wir lassen das Thema jetzt. So, heute erwartet unsere Siedlung ein Angriff. Und ich werde unsere Bogenschützen jetzt erstmal bewaffnen. Curious times we live in, with talk of wars and rebels and such. Warte, ich muss selber erstmal mein Inventar in den Griff kriegen, den Bogen raus. Und dann bekommst du einen Bogen von mir. Warte. Hab ich 30 Pfeile? Okay. Dann bekommst du meine 30 Pfeile noch. Warte mal, brauchst du gar keine Pfeile? Du brauchst erstmal einen Köcher. Ich habe einen Köcher. Wie kann ich denn den wieder... Ach, hier. Stimmt, hier war das ja mega kompliziert, ne? Erstmal brauchst du einen Köcher und dann brauchst du Pfeile. Gut. Aber sie hat jetzt zumindest erstmal 30 Schuss drauf. Top. Wir haben das jetzt, erforscht. Lagerfeuer mit Kessel. Ermöglicht schnelles Reisen zwischen zwei... Nee, Quatsch. Reiseschild brauche ich nicht. Warte mal, Reiseschild. Ermöglicht schnelles Reisen zwischen zwei oder mehr Zeichen. Du kannst nicht schnell reisen, wenn du mit deinen Gefährten unterwegs bist. Wenn du im Kampf bist oder wenn sich Feinde in der Nähe befinden. Aha! Das ist natürlich geil. Das erforschen wir. Und was wollte ich mir noch angucken? Achso, Lagerfeuer mit Kessel. Lagerfeuer mit einem Kessel kann verschiedene Eintöpfe mit Wasser, Kräutern und einer Hauptzutat kochen. Benötigt Holz, um das Feuer... Ja,
Das wäre das nächste, was wir machen müssen. Dann können wir auch das hier abreißen, ne? Wir brauchen noch einen Zinnbarren, ne? Stimmt. Für das Lagerfeuer mit dem Räuchergestell. Ich besorg mal schnell Zinn. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht angegriffen mit der Zeit. Und ich esse mal meine Kartoffel. Was ich auch noch machen will demnächst, ist auf jeden Fall mal in die Städte zu reisen, um zu gucken, verkauft mir irgendwer Gemüsesaat. Ich krieg hier einfach... Oh. Banditen. Ich wollte gerade sagen, ich krieg da einfach kein Zeug raus. Kein Zinnerz. Jetzt musste ich kurz kämpfen. Aufregend. Und meine Spitzhacke geht einfach kaputt. Ich habe ein Zinnerz daraus bekommen. Meine Spitzhacke ist wieder voll im Arsch. Ich habe irgendwie eine neue Quest bekommen gerade auch. Also irgendwie das Siegel Harndien. Manche Dorfbewohner wissen vielleicht etwas über das geheimnisvolle Siegel, das ich gefunden habe. Aber ich muss mir zuerst ihr Vertrauen verdienen. Ich sollte mit Leuten in den Niederlanden sprechen und sehen, wer Hilfe braucht. Was habe ich gefunden? Ein Siegel? Haben meine Leute was gefunden? Ich verstehe es nicht. Verstehe die Quest nicht. Ach Quatsch. Ach, Zinnerz haben wir ja noch. Lol. Okay. Gut. Wir haben ein Reiseschild erforscht. Schön, schön, schön. Zinnerz, das haben wir ja noch. Mein Gott. Wie viel... Füge Zinnbarren hinzu. Okay, einen brauchen wir nur, ne? So, was können wir jetzt erforschen? Lagerfeuer mit Kessel, ne? Wollte ich eigentlich noch. Okay, wir haben das Räuchergestell gebaut. Großes Stück Fisch, Pilz, ja. Rohes Fleisch, okay. Kann ich das auch irgendwie verwalten? Und unten kann ich im Feuer... Ja, verstehe. Aber verwalten kann ich es nicht. Okay, das machen die automatisch, verstehe. Ich hoffe. Überfall im Anmarsch. Bevölkerung. Gefährte. 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 So. Kommt mal alle zu mir. Wo ist der Letzte? Wir sind nicht nur vier. Wo ist der Letzte? Da kommt er. Wir gehen ihm entgegen. Ist eine Frau, okay. Gut, gut, gut. Aber Überfall Stufe 3. Stufe 1 müsste ja nur... müssten ja nicht viele sein. Let's show them what we're made of. There's always something. Schön. Kesselt ihn ein. Sehr gut. Ich bin sehr stolz auf euch. Bin sehr stolz auf euch, wirklich. Wir machen das richtig gut mittlerweile. Oh, hier ist voll. Tatsächlich, hier ist voll. Okay. Dann brauchen wir noch ein Lager. Baut mir hier noch ein Lager hin. Ey, so ein Reiseschild ist natürlich mega gut, ne? Hä, warum kann ich denn das
Kann ich das nur an Wege bauen? Muss in der Nähe einer Straße gebaut werden. Ah. Dann baue ich das hier unten hin an, da wo unser Lehmsammler ist. So schön. So, und ich würde sagen, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Bellride hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, wenn ihr euch das Video gerne angeguckt habt, wenn ihr das feiert, was ich hier mache, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Kommentar oder das Video, das fördert den Algorithmus und vielleicht auch ein Abo. Das wäre nett. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Je nachdem, wann ihr die Folge schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.